Konami hatte so einige Kracher auf den Game Boy herausgebracht. Die meisten davon sind klassische Actionspiele oder Plattformer. Das hier ist jedoch ein Rennspiel. Kann Konami auch Rennspiele? Lass es uns zusammen herausfinden. Was taugt The Spirit of F1 für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Konami entwickelt und bei uns 1992 unter dem Publisher Palcom veröffentlicht. Japan bekam es ein Jahr früher unter dem Namen F1 Spirit und Nordamerika 1992 unter dem Namen World Circuit Series. Wenn ihr das Spiel startet, fällt sofort die große Besonderheit auf, die Perspektive. Während zum Beispiel F1 Race aus einer klassischen Rückenperspektive gespielt wird, läuft hier alles auf einer Draufsicht heraus. Am Bildschirmrand habt ihr dennoch eine Streckenanzeige, die Geschwindigkeit und sonstige Anzeigen. Die Karte zeigt euch allerdings nur die Strecke im Standbild und nicht, wo ihr gerade seid. Daher ist diese meines Erachtens leider nicht so sehr hilfreich. Auch kommt das Geschwindigkeitsgefühl hier nicht so gut rüber wie anderen Vertretern des Genres. Der Umfang des Spieles kann sich allerdings sehen lassen. Ihr könnt aus drei Modi auswählen: Practice, Single Race und Series Circuit. Was sich dahinter verbirgt, sollte selbsterklärend sein. Im Series Circuit müsst ihr immer noch vor den eigentlichen Rennen ein Qualifikationsrennen fahren, um euren Startplatz zu bestimmen. Habt ihr denn euch für einen Modi entschieden, könnt ihr aus drei verschiedenen Rennserien auswählen: Formel 3, Formel 3000 und die Formel 1. Die bieten unterschiedlich schnelle Rennboli und definieren so quasi den Schwierigkeitsgrad. Danach sucht ihr euch ein Team aus, welches die Zusammensetzung eurer Fahrzeugkomponenten bestimmt. Sprich, mehr Beschleunigung oder lieber eine höhere Endgeschwindigkeit und so weiter. Dann geht es dann auch endlich mit den Rennen los. Wie schon besprochen, werden diese aus der Vogelperspektive gespielt und wirken meist relativ einsam. Andere Gegner gibt es dann nur in den Circuit Rennen und diese sind dann auch noch wie Geister, sprich, ihr könnt ohne Kollisionen hindurchfahren. Gerade das Gedrängel fand ich persönlich immer mit am spannendsten, aber das mag auch Geschmackssache sein. Nach einer Runde habt ihr dann auch immer die Wahl, einen Boxenstopp einzulegen, um zum Beispiel eure Reifen zu wechseln oder sonstige Reparaturen durchführen zu lassen. Das solltet ihr auch echt machen, da euer Bolide bei zu starker Beschädigung quasi unsteuerbar wird. Apropos Steuerung, die geht im Großen und Ganzen in Ordnung. Ihr habt immer das Gefühl, Herr der Lage zu sein. Auf der technischen Seite weiß das Spiel definitiv zu punkten und das liegt vor allen Dingen an dem Sound. Wie von Konami nicht anders zu erwarten, dudelt eine klasse Soundtrack im Hintergrund vor sich hin und der Motor ist ausnahmsweise nicht ganz so nervig. Grafik passt auch, wobei noch etwas Luft nach oben wäre. Was taugt The Spirit of F1 für den Game Boy also heute noch? Ich wurde ehrlich gesagt nicht ganz so warm mit dem Spiel und das liegt vor allen Dingen an Kleinigkeiten. Auf dem Papier passt alles, aber wieso ist die Karte zum Beispiel nicht interaktiv und wieso fühle ich mich so oft allein auf der Strecke? Es gibt sicherlich viel, viel schlechtere Spiele, aber das hier ist echt ein solider Vertreter des Genres. Mehr aber auch nicht. Das war ein Test zu The Spirit of F1 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.